Okay, weiter geht's. Nein. Es sind ein paar Sachen passiert, paar Dinge passiert. Zuallererst gehen wir mal in die westliche Hauptstadt. Also, wie ihr seht, habe ich da ein paar neue Stiefel. Quietschstiefel, die habe ich aus dem westlichen, also aus dem Laden hier. Denke ich mal. Was der? Warte. Nein, Gummistiefel, die habe ich auch gekauft. Also, Quietschstiefel sorgen dafür, dass Feinde, vermehrt die Feindenbegegnung, also damit macht ihr Geräusche. Warte, ich zeige euch mal einfach. Hört ihr das Geräusch? Es kommen jetzt keine Gegner, aber das weiß man ja. Und ja, das war das. Und was habe ich noch geholt? Gummistiefel. Erhöht Verteidigung gegen Donner, macht elektrische Bereiche sicher. Und das alles, ja. Und ich habe noch ein paar Sachen gekauft. Ausrüstungssachen, also bei Olong gab es ein paar Sachen, die man holen konnte. Wie, also Verteidigungskette gab es bei dem Teufelsklo, was diese Schatztruhe, die ich vergessen habe. Also das findet ihr noch bei dem Teufelsklo, die Truhe, die ich da vergessen habe. Was habe ich da noch geholt? Alle Wappen geholt. Emblem muss ich auch noch alle holen. Also kaufen. Ich habe noch irgendwelche Teile geholt. Ja, Feuerhandschuhe, Donnerhandschuhe, Eishandschuhe habe ich geholt. Damit ich aber... ich wollte einfach alles mal komplett haben. Okay, das war das jetzt. Und meine Charaktere sind alle auf 52. Und ich bin schon overlevel. Ich habe schon versucht, bei anderen Level da zu kommen. Und ich habe schon jetzt gesehen, dass ich da eiskalt gewinnen werde. Machen wir einfach mal das da, okay. Okay, das war's dann mal. Habe ich alles gesagt? Warte, mein Bildschirm zu mir ein bisschen drehen. Zu mir ziehen, meine ich. Okay, das habe ich. Ach so, ja, da wollte einer ja wissen. Pokémon-Freak wollte wissen, wie ich wechsle. Also, zuerst, man nimmt die Charaktere und kann die hier reinpacken. Man kann auch mit einem Charakter rumlaufen. Hier so, man kämpft dann mit einem Charakter. Aber jetzt momentan will ich das nicht, weil ich habe jetzt ein, habe ich genug trainiert fürs erste und ich will jetzt einfach mal kämpfen und die Dungeon, die jetzt kommen, erstmal zum Quittenturm. Die Dungeon, die jetzt kommen, sind eigentlich ganz easy, weil ich gelevelt habe. Ach ja, also eine Sache zum Quitten, also Meister Quittes Stab, die bekommt man, wenn man, also ich habe nachgeguckt. Die bekommt man nicht immer, also man muss mit bestimmten Charakteren reden. Als ich mit ihm geredet habe, glaube ich, war ich Son Goku. Charakter wechseln, so. Selbst während wir sprechen, allen die Session, ja. Ihr müsst einfach bei ihm versuchen, mit allen Charakteren zu sprechen und irgendwann gibt er euch den Stab, das weiß ich. Die Stiefel nerven richtig. Die muss ich sowieso abstellen. Und hier komme ich zu Gott. Ach ja. Wieso muss ich dieses intensive Training absolvieren? Also bei ihm gibt es auch eine spezielle Sache. Wenn man mit Krillin hin. Hey Krillin, wenn du mal ein Problem hast, ruf mich einfach, dann komme ich rüber. Yajirobe gelernt. Yajirobe ist seine Spezialattacke von Krillin. Die zweite Spezialattacke. Ich weiß nicht, wieso er das seine Spezialattacke ist, aber das ist sie. Yajirobe heilt alle Verbündeten und sein Schwert hindert alle Feinde am Kämpfen. Werde ich mal ausprobieren, okay. Das ist die zweite Spezialattacke von... Ich stelle mal die Schiefel ab. So, von... Von Krillin. Oh, ich wollte das nicht. Okay, dann muss ich gleich weitermachen. Ja, vergessen. Hey, wie geht's dir, Popo? Popo. Popo. Oh, Son Goku. Ja, Gott, zeig uns deinen Rücken. Son Goku, was machst du denn hier? Hehe. Meister Kaio hat mir erlaubt, bei der Suche nach die Dragon Ball zu helfen. Ah. Ich verstehe. Na dann, wie läuft die Suche? Kommunikation führen. Hey. Tja, ehrlich gesagt haben wir ein kleines Problem. Schau. Oh. Oh nein, der Dragon Ball ist in zwei Teile zerbrochen. Ja, wir hatten gehofft, dass Popo ihn für uns repariert. Popo, mit Uru-Kleber. Geht alles. Gar kein Problem hier. Zwei Sterne, Dragon Ball.
So schnell war alles erlangt. Na, nimm ihn hier. Danke, Popo. Bis später, Gott. Jetzt suchen wir den Rest der Dragon Balls. Sagt er was? Ich glaube, er sagt bei jedem das Gleiche. Yep. Okay, da suchen wir uns noch ein paar Sachen. Hier findet man ein paar Sachen. Also, hier unten findet man zwei Zettel, also eine Zettel-Memo, das weiß ich. Dämon Wolf Kranich. Die habe ich jetzt komplett. Glaube ich. Wenn nicht, dann nicht. Okay, da fehlt noch eine Zettel-Memo, die ich noch finden kann. So. Rechts gibt es nichts. Da kann man noch wieder raus. Da ist Gott. Dämonenkanone. Und hier klärt er uns auf, das mit dem Fesselungsding. Ich zähle auf euch. Ihr seid die Einzigen, die die Zeichen wirklich bewähren können. Hier ein kleiner Auftrag für euch. Benutzt Tension als Fesselungswelle, um die Monster zu fangen, die ihr überall auf der Welt findet. Aber sie nur zu fangen, macht keinen Spaß. Machen es interessanter. Je mehr ihr fangt, desto größer wird die Belohnung, die ich euch gebe, okay? Also, es gibt insgesamt 150 Monster hier. Und ich soll alle 150 fangen, wenn ich ihn gebe. Werde ich der Pokémon-Meister? Nein, danke. Nein. Also, man kriegt dann einen bestimmten Stiefel. Damit läuft man fünfmal so schnell wie jetzt. Also, so läuft er jetzt. Und fünfmal so schnell ist er dann. In dem Tempo. Aber ich sehe keinen Sinn in diesen Stiefeln. Und ich habe keine Lust, alle zu fangen. Da muss ich wirklich alle Dungeons wieder gehen. Und dann, ach, kein Bock auf sowas. Echt nicht. Nee. Auf sowas habe ich keinen Bock. Okay, jetzt waren wir bei Gott. Haben das jetzt geklärt. Ja, Sound ist wieder langsam. Und wieder raus. Und sind wir wieder auf der Karte. Eigentlich müssten wir dahin gehen, zu Yunzabit Plateau. Aber wir haben eins übersprungen. Yunzabit Plateau. Okay, Piccolo, jetzt brauche ich mal andere Stiefel. Ja, das brauche ich. Oh, ich wollte Piccolo. So. Okay, ich hole mir erstmal die Truhe hier. Und ich zeige wieder alle Gegner. Das erhöht meine Erfahrungspunkte, wenn ich den einsetze im Kampf. Also, kämpfe. Okay, die Sorte sehen wir, haben wir schon gesehen. Und wie ihr seht, die Gegner sterben etwas zu schnell und ich weiche allen Gegnern aus. Ich weiß, das macht keinen Spaß mehr, wenn man die so leicht sind, aber es ist so halt. Und AP kriege ich echt zu wenig. Ein Wildschwein, das gleich sterben wird. Armes Wildschwein. Armes Schwein. Egal, es gibt Schweinegulasch. Und so, und es ist tot. Es ist eiskalt tot. Was, das lebt noch? Okay, eine Resistenz ist Schwein. Aber jetzt ist es tot. Okay. Wieso ladet es so langsam? Was? Tundra-Roboter, okay. Ich weiß nicht, was er hier macht, der Roboter. Red Ribbon Armee, ich dachte, ich habe die schon ausgelöscht. Anscheinend sind die noch da. Und wer ist eigentlich da drin? Ein kleiner Eierkopf und Brille habe ich gesehen. Ja, das ist ein kleiner Eierkopf und Brille. Egal, sehen wir mal. Er wird mich verarschen. Das ist ein Schwachmat von einem Gegner. Okay. Ich will zu der Truhe. Okay.
Kraftfrucht behalte ich noch. Okay, neue Gegner, neues Glück. Machen wir mal so. So und so. Ey, die ganze Red Ribbon Armee ist hier auf dem Plateau, oder? Okay, der untere ist schon tot. Okay, da kommen die gleich hinterher. Das war ein kurzer Prozess. Kann man auch nichts anderes erwarten von mir. Hab ich schon einmal bekommen. Okay, bis alles noch neue Gegner. Masenko. Ich habe gar nicht gelesen, wie die ganzen Gegner hier heißen. Egal, sie sind sowieso unwichtige die Gegner. Und dieses Tier ist bald ausgestorben. Aber die Entwickler hätten sich echt was anderes denken können, also als sie diese Gegner gemacht haben, anstatt deren Farbe einfach zu ändern. Zu tun. Oh, ein neues Monster! Und die Spieler merken das nicht, ist klar. Okay, das haben wir jetzt dann auch erledigt. Es gibt eine Kapsel, wo man die Kämpfe verhindern kann, aber keine Kapsel, wo man ausschalten kann, dass kurz Zufallskämpfe kommen. Eklig. Okay, okay, okay. Truhe, Doppelkapsel plus 50. Kriegergeist, okay, da oben geht's weiter. Neue Gegnersorte, obwohl... Warte mal, wir machen einfach mal so, das geht schneller. Und so. Das klärt die Situation zu schnell. Okay, ich hätte mir das sparen können. Bisher muss ich nur einen Kampf rausschneiden, das ist gut. Das spart mir sehr viel Arbeit. Und die Gegner sterben etwas zu schnell bei mir. Ich glaube, ich bin etwas zu gemeingefährlich hier. Okay, gehen wir mal nach oben links. Oh, Piccolos Kapsel. Max Bohne. Achso, okay. Das war der Piccolos Raumschiff. Mit dem er rumgefahren. Okay, weiter. Zwei Kämpfe bis herausschneiden. Okay, kein Problem. Jetzt muss ich den Weg hoch. Ach ja, hier gab es etwas, wo man nicht weiterkommen konnte. Habe ich mal gelesen. Mein Schiff. Dämon-Fusionswelle. Warte. Ah. Was sagt unser Goku dazu? Was sagt er? Okay. Drei Kämpfe bis er rausschneiden. Okay, weiter geht's. Okay. Warte, das hat mich gerade an etwas erinnert, was euch später zeigen muss. Ich bin der König der Welt. Irgendwie wird sie nach genau meiner Aussage kam ein Zufallskampf. Okay, speichern wir mal ab. Obwohl das sowieso egal ist. Im Safe State geht sowieso alles. Dun 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 dun. Mann, ist das eishart. Sogar mit Ki kann man es nicht durchbrechen. Mit Ki geht es wohl nicht. Da hast du Dragon Ball. Was machen wir nur? Ich weiß es. Das Eis ist so fest, dass es keinen Sinn hat, es mit Kraft durchbrechen zu wollen. Wie wäre es, wenn wir es schmelzen? Wir könnten mächtige Flammen entfesseln. Oh, schmelzen. Okay. Und wie wollen wir das machen? Wo sollen wir denn so ein starkes Feuer finden? Starkes Feuer an den Ofen. Moment. Ist dir was eingefallen?
Ja, wir können zum Fünf-Elemente-Berg gehen und Annen bitten, uns Flammen aus dem magischen Ofen zu leihen. Richtig. Ja, mit den Flammen aus dem Ofen können wir das Eis vielleicht schmelzen. Also dann auf zum Fünf-Elemente-Berg. Okay, wir sehen uns bei Annen.